Was ist das? Seht doch mal, wo ist das Wasser geblieben? Es fließt nicht mehr. Wie ist das möglich? Was sollen wir ohne Wasser anfangen? Großvater, warum fließen die donnernden Wasserfälle nicht mehr? Ich weiß es nicht, Littlefoot. Ich weiß es nicht. Littlefoot, geh jetzt spielen. Wir müssen mit den anderen Erwachsenen etwas bereden. Natürlich, Großmutter. Bis später, Großvater. Hallo, Freunde. Ratet, was mit den donnernden Wasserfällen passiert ist. Psst, wir versuchen gerade Zera zu finden. Sie hat sich vor uns versteckt. Ja, aber... Ja, wir finden Zera wo nirgend. Ich hab Neuigkeiten. Du etwa weißt, wo Zera sich versteckt? Zera ist eine sehr gute Versteckerin. Ja, das ist sie. Ja. Ich hab euch erschreckt, jawohl. Du mich nicht erschreckt, Zera. Petri, unschreckbar. Petri, du tust meiner Nase weh. Oh, Petri leid tut. Petri ist starker Bursche. Na, wer versteckt sich jetzt? Vielleicht Littlefoot? Von mir aus, aber zuerst muss ich euch was erzählen. Gut, wenn du dich beeilst, wir wollen spielen. Also ich hab... Hey! Spike versteckt sich an deiner Stelle, Littlefoot. Mein Bruder ist kein so guter Verstecker wie Zera. Oh nein! Was wolltest du gerade erzählen, Littlefoot? Die donnernden Wasserfälle. Sie bringen uns kein Wasser mehr. Das müsst ihr euch ansehen. Wie ihr schon bemerkt habt, trocknet unser Tal ziemlich schnell aus. Ja, es ist nicht zu übersehen. Man spürt es überall. Es gibt immer weniger Wasser zu trinken. Ja, und weniger Grün zu essen. Ja, ich weiß. Und deswegen müssen unsere Familien zusammenarbeiten, um das wenige Wasser, was uns noch geblieben ist, einzuteilen. Von jetzt an dürfen wir nur noch das trinken, was wir zum Überleben brauchen. Keinen Tropfen mehr. Die donnernden Wasserfälle werden uns hoffentlich bald wieder Wasser bringen. Wenn nicht, werden wir das große Tal verlassen müssen. Das große Tal verlassen? Niemals! Das ist unser Zuhause! Dann dürfen wir eben das Wasser, das wir noch haben, nicht unklug verschwenden, so lange, bis der Wasserfall wieder fließt. Dreihörner verschwenden niemals einfach so Wasser. Aber deine Familie tut das. Meine Familie? Wie kommst du darauf, dass meine Familie so etwas tun würde? Ihr trinkt immer so gierig, ohne an die anderen zu denken. Also ich finde das ganz schön frech. Nun, Dreihörner verschwenden auch Wasser. Was? Du badest selbst dann, wenn du gar nicht schmutzig bist, jawohl. Und auch du hast schon Wasser verschwendet. Das unnötige Rumgespritze. Pfui, schäm dich. Völlig unmöglich. Sowas habe ich niemals gemacht. Aber Freunde, warum streiten wir uns? Das ist doch völliger Unfug. Bitte hört doch auf.